Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 1. Das ist die Fragestunde. Wir beginnen mit den Fragen aus der letzten Fragestunde. Das ist diesmal mit 953, Herr Abg. Schalauske. Ich frage die Landesregierung, welche Möglichkeiten sieht sie, auf den Landesstraßen im Stadtgebiet der Universitätsstadt Marburg eine Geschwindigkeitsreduktion in Form von Tempo 30 anordnen zu können? Herr Wirtschaftsminister. Sehr geehrter Herr Abg. Schalauske, eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 ist nach den bundesweit gültigen rechtlichen Grundlagen aus Lärmschutzgründen, aus Gründen der Verkehrssicherheit und im Bereich von sogenannten schutzbedürftigen Einrichtungen, also beispielsweise vor Kindergärten oder Krankenhäusern, möglich. Sind die Voraussetzungen für eine Tempo-30-Beschränkung erfüllt, hat die zuständige Straßenverkehrsbehörde eine Einzelfallentscheidung zu treffen. Im vorliegenden Fall ist also der Oberbürgermeister von Marburg für die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen auch auf Landesstraßen zuständig. Zusatzfrage, Herr Schalauske. Ja. Okay. Herr Staatsminister, wie erklären Sie sich denn dann die Tatsache, dass der Oberbürgermeister der Universitätsstadt Marburg auf den Wunsch vieler Anwohnerinnen und Anwohner in bestimmten Straßen, die als Landesstraßen zu klassifizieren sind, doch Tempo 30 einzurichten, immer wieder auf das Land Hessen verweist und sagt, dass das Land Hessen das leider nicht möglich macht? Herr Staatsminister Al-Wazir. Ja, manchmal ist das Leben auch immer einfach, wenn man höheren Ortes verweisen kann. Sie fordern ja auch immer die Vermögensteuer, von der Sie auch wissen, dass sie nicht kommt. Nein, aber ganz ernsthaft, Herr Kollege Schalauske, natürlich müssen wir als Land darauf hinweisen, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt. Und diese rechtlichen Möglichkeiten allerdings machen nicht wir, sondern macht der Bund. Zusatzfrage, Herr Kollege Merz. Bitte? Okay, alles klar. Gibt es noch eine Zusatzfrage, Herr Schalauske? Okay, alles klar. Dann komme ich zur Frage 954. Das ist der Abg. Degen. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, ab wann gedenkt sie, in welchem Umfang die Anzahl der Ausbilderinnen und Ausbilder an den Studienseminaren für Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen zu erhöhen, um dort die notwendigen Ausbildungskapazitäten zur Bekämpfung des Lehrermangels zu schaffen? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Abgeordneter Degen, wir werden uns in der Erhöhung der Anzahl der Ausbildungen und Ausbilder selbstverständlich auch zeitlich an die Erhöhung der Ausbildungskapazitäten anpassen. Das bedeutet im Einzelnen, zum 01.05.2018 wird die Anzahl der Stellen für Lehrerinnen und Lehrer im Vorbereitungsdienst an den Seminaren für Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen um 100 erhöht. Und diese Erhöhung der Ausbildungskapazität soll auch zu den nächsten drei Einstellungsterminen in den Jahren 2018 und 2019 erfolgen. Sie dient zur Erhöhung der Ausbildungskapazität im Haupt- und Realschulbereich. Da wir im Grund- und Förderschulbereich schon seit Jahren alle Bewerberinnen und Bewerber einstellen und dies auch in den kommenden Jahren tun werden, ist dort derzeit keine Ausweitung der Kapazitäten erforderlich. Und infolgedessen wird die Kapazität der Ausbilderinnen und Ausbilder bzw. der Ausbildungsbeauftragten ebenfalls zeitgleich sukzessive erhöht werden. Dann komme ich zur Frage 960, Frau Abg. Löber. Ich frage die Landesregierung. Wann wird der dringend erforderliche Lückenschluss des Fahrradweges vom Landratsamt Marburg-Biedenkopf, Marburg-Kappel, zum Hof Kapelle bei Beltershausen, Ebsdorfer Grund, gebaut? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abg. Löber, ich bedanke mich sehr für diese Frage. Der von Ihnen angesprochene Radweg zwischen Kappel und Beltershausen im Zuge der L3125 ist Bestandteil der Sanierungsoffensive 2016 bis 2022 der Hessischen Landesregierung. Die Realisierung des Radweges wird in zwei Abschnitten erfolgen. Erster Abschnitt. Für den südlichen Abschnitt im Bereich Beltershausen ist der Auftrag an eine Baufirma vergeben. Mit dem Bau soll noch im Frühjahr begonnen werden. Ich füge hinzu, sobald die Witterung es zulässt.
Der zweite Abschnitt, das ist der nördliche Abschnitt bis Kappel, haben im Herbst 2017 die technischen Vorplanungen und die landschaftspflegerischen Erhebungen begonnen. Nach Abschluss der Planungen und deren Abstimmung mit den von der Planung Betroffenen könnte der Bau des nördlichen Abschnitts nach derzeitigem Zeitplan voraussichtlich im Jahr 2020 beginnen, wenn wir die entsprechenden juristischen, also planerischen Grundlagen geschaffen haben. Zusatzfrage, Frau Abg. Löber. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass der Beginn des Baus vor 2020 vollzogen werden könnte, mit Vorfinanzierung oder Unterstützung durch die Kommune? Herr Minister Al-Wazir. Ich ahne, dass dieses nicht gelingen kann, weil das Problem nicht ist, dass es am Geld momentan fehlen würde, sondern das Problem ist, dass man die rechtlichen Grundlagen schaffen muss. Das heißt, man muss erstens planen, damit es am Ende des Tages sozusagen schlicht die bautechnischen Grundlagen dafür gibt, zu bauen. Und natürlich muss man an dieser Stelle auch dafür sorgen, dass es Baurecht gibt. Und dafür muss man sozusagen die Planung rechtlich sauber zu Ende führen. Ob das am Ende ein Planfeststellungsverfahren ist oder eine Plangenehmigung, wir halten es für möglich, an dieser Stelle eine Plangenehmigung zu machen, also auf das Planfeststellungsverfahren zu verzichten. Und wenn das gelingt, dann ist man sozusagen in 2 Jahren durch und dann könnte man an dieser Stelle anfangen zu bauen. Und wenn ich Ihnen beispielsweise gerade gesagt habe, Stichwort landschaftspflegerische Erhebungen, wenn man sich beispielsweise eine ganze Vegetationsperiode betrachten muss, mal als Beispiel, dann kann man das nicht sagen beschleunigen, weil dann muss man eben warten, bis eine Vegetationsperiode um ist. Dann kommen wir zur Frage 963, Frau Abg. Özgüven. Ich frage die Landesregierung, wie hat sich das Stellenkontingent in der Biochemie in Marburg in den letzten 3 Jahren entwickelt? Herr Staatssekretär Burkhardt. Sehr geehrte Frau Abg. Özgüven, es hat in den letzten 3 Jahren keine Veränderung in der Zahl der Professuren und der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben. Es gab für die Biochemie 2 Professuren im Fachbereich Chemie und 3 Professuren im Fachbereich Medizin. Seit 2017 ist eine Professur für Biochemie im Fachbereich Medizin wegen eines angenommenen Rufes an einer anderen Universität vakant. Zusätzlich bestand im Jahr 2015 bis zum September 2016 im Fachbereich Chemie aufgrund einer Dienstzeitverlängerung in Form einer Gastprofessur eine Professur für Biochemie. Zusatzfrage, Frau Kollegin Dr. Sommer. Jetzt. Herr Staatssekretär, also ist es nicht richtig, dass derzeit vakante Stellen nicht besetzt werden bzw. diese wegrationalisiert werden sollen? Herr Staatssekretär Burkhardt. Dazu liegen mir keine Informationen vor, weder zum Wegrationalisieren noch vakanten Stellen. Ich rufe auf die Frage 964, Frau Dr. Sommer. Ich frage die Landesregierung, wie beurteilt sie ein von Kollegin Müller-Klepper im Wiesbadener Kurier am 13. Januar 2018 gefordertes regionales Versorgungsgutachten, das die aktuelle Lage und die Entwicklung bis 2030 berücksichtigen soll. Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, die Landesregierung unterstützt die Forderung von Frau Müller-Klepper. Zusatzfrau, Frau Dr. Sommer. Herr Minister, das freut mich zu hören. Trotzdem habe ich noch eine verwandte Frage. Und zwar im Gesundheitspakt sind ja die Gesundheitsreporte und Versorgungsatlanten, die genau das ja auch zum Ziel haben, festgeschrieben. Die liegen noch nicht vor. Stimmt es, dass Sie diese nicht entwickeln bzw. herausbringen möchten? Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, ja. Weitere Zusatzfrage, Frau Dr. Sommer. Vielleicht könnten Sie mal erläutern, warum nicht und wie Sie dann gedenken, die Handlungsfelder bezogen auf häusliche Versorgung, Apotheken, Krankenhäuser, Pflege und Demenz
transparenter zu machen und diese auch bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, es gibt aktuell die Vorlage eines entsprechenden Versorgungsstrukturnachweises der Leistungen der hessischen Krankenhäuser, differenziert nach den einzelnen Fachgebieten bis hin zu der Fragestellung der einzelnen Kreise und Regionen. Die Versorgungsatlanten, und das ist nämlich der entscheidende Punkt, müssen den ambulanten Teil mit beeinflussen. Dafür haben die kassenärztlichen Vereinigungen ihre eigenen Daten herausgegeben. Die Zusammenführung macht an dieser Stelle keinen Sinn, weil es keinen neuen Erkenntniswert bringt. Insofern liegen die Sachen vor. Jetzt kommt die Frage 965, Herr Abg. Dr. Wilken. Ich frage die Landesregierung, warum verzichtet sie auf Geld des Bundes zum Ausbau der Qualität in Kindertagesstätten? Herr Sozialminister Grüttner. Herr Abgeordneter, im Bundeshaushalt steht gar kein Geld zur Verfügung, auf das verzichtet werden kann. Frage Frau Kollegin Schott. Herr Grüttner, ist es richtig, dass es eine Arbeitsgruppe bei Frau Schlesig gab, in der darüber beraten wurde, dass es solche Mittel einzurichten gibt und das Land Hessen gesagt hat, dass es daran nicht interessiert sei? Herr Staatsminister Grüttner. Das Land Hessen war in dieser Arbeitsgruppe vertreten. Herr Abgeordneter Merz. Herr Minister, ich wiederhole meine hier schon häufig gestellte Frage. Sind Sie bereit, bei einem kommenden Kita-Qualitätsgesetz des Bundes den bisherigen hessischen Widerstand aufzugeben? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, es kommt auf die Ausgestaltung von Programmen aus, auf die dann zu rekurrieren ist. Ich sehe in dem gegenwärtigen Entwurf eines Koalitionsvertrages ein solches Gesetz nicht verankert. Nur noch Herr Kollege Dr. Wilken hat eine Möglichkeit. Der will nicht mehr. Und dann gehen wir zur Frage 966, Herr Abgeordneter Franz, bitte schön. Ich frage die Landesregierung, welche Regelung zur polizeilichen Zuständigkeit soll nach der anstehenden Freigabe eines weiteren Teilstücks der A44 getroffen werden? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter Franz, die in den Jahren 2005 und 2014 in Betrieb genommenen Autobahnabschnitte der A44 werden wegen der nur geringen Streckenlänge von 6,5 Kilometern bislang von der Polizeistation Hessisch-Lichtenau betreut. Mit der Freigabe eines weiteren Teilstücks im Frühjahr 2018 wird zwischen den Anschlussstellen Hessisch-Lichtenau-West und Waldkappel ein 16,8 Kilometer langer zusammenhängender Autobahnabschnitt befahrbar sein. Die Personal- und Sachausstattung der Polizeistationen sind auf die Aufgaben einer Polizeistation tatsächlich zugeschnitten. Die Betreuung eines Autobahnabschnitts gehört grundsätzlich nicht zu diesem Aufgabenspektrum. Aufgrund der bislang geringen Streckenlänge wurde dies jedoch im Sinne einer Einzelfallregelung der Polizeistation Hessisch-Lichtenau übertragen. Die Betreuung des mit der Freigabe des neuen Teilstücks nun deutlich längeren Autobahnabschnitts durch eine Polizeiautobahnstation ist angezeigt. Daher wird die polizeiliche Zuständigkeit für diesen Streckenabschnitt der A44 zwischen den Anschlussstellen Hessisch-Lichtenau-West und Waldkappel mit dessen Freigabe der Polizeiautobahnstation Baunatal übertragen. Die Anpassung der hierfür erforderlichen Personalstärke ist vorgesehen. Zusatzfrage, Abg. Franz. Herr Staatsminister, warum wird der Vorschlag für ein langfristiges Pilotprojekt zur Betreuung der A44 unter der Zuständigkeit der Polizeidirektion Werra-Meißner nicht umgesetzt? Herr Innenminister. Ich habe gerade eben erläutert, dass das Aufgabenspektrum von Polizeistationen ein anderes ist als von einer Polizeiautobahnstation. Deswegen wird die Polizeiautobahnstation die Zuständigkeit erhalten. Und eine Zusatzfrage von Herrn Kollegen Franz.
Herr Minister, welche zusätzlichen Kräfte sollen durch die weitere Freigabe dauerhaft an der Polizeistation Hessisch-Lichtenau gebunden werden? Herr Innenminister. Wir gehen davon aus, dass wir über den perspektivischen Aufwuchs der Polizeistärke insgesamt bei der hessischen Polizei bei der Polizeiautobahnstation von bis zu 11 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aus den Sicherheitspaketen 1 und 2 dafür einsetzen werden. Frage 967, Herr Abgeordneter Bauer. Herr Bauer, Sie haben ein Knöpfchen, drücken Sie mal drauf. Er ist nicht da. Er ist gar nicht da. Dann kommen wir zu Frage 968, Herr Abgeordneter Schalauske. Ich frage die Landesregierung, unterstützt sie die Forderung der Jungen Union Hessen, JU, nach einem Verbot antifaschistischer Aktionsbündnisse, wie es die JU in ihrem Jungwählerprogramm zur Landtagswahl 2018 formuliert? Herr Innenminister, Herr Abgeordneter Schalauske, der Landesausschuss der Jungen Union Hessen hat am 21. Januar 2018 in Bad Hersfeld ein Jungwählerprogramm zur Landtagswahl beschlossen. Es kann eingesehen werden, übrigens unter www.ju-hessen.de. Unter dem Oberpunkt 1.7 Inneres und Sport fordert die Junge Union Hessen unter Ziffer 56, ich zitiere, in Hessen sicher leben. Die Sicherheit der Menschen ist eine der Grundvoraussetzungen in unserer Gesellschaft und die Kernaufgabe des Staates. Auch wenn das Land schon viel dafür tut, dass wir in Hessen sicher und ich bin dabei, Herr Kollege. Da muss ich jetzt noch mal anfangen, ich weiß gar nicht mehr. In Hessen sicher leben. Die Sicherheit. Meine Damen und Herren, die Frage ergibt die Antwort und nicht die Antwort ergibt keine Frage. Herr Minister, Sie haben das Wort. Also es kann eingesehen werden unter www.ju-hessen.de, ist der Oberpunkt 1.7 Inneres und Sport und eine Forderung der Jungen Union Hessen. Ich zitiere, in Hessen sicher leben. Die Sicherheit der Menschen ist eine der Grundvoraussetzungen in unserer Gesellschaft und die Kernaufgabe des Staates. Auch wenn das Land schon viel dafür tut, dass wir in Hessen sicher und wohlbehütet leben, muss auch in Zukunft die Kriminalität und weitere Bedrohungen von Polizei, Rettungskräften und Justiz bekämpft werden. Dafür braucht es ausreichend effektive Mittel und eine bessere Unterstützung aller Ehrenamtlichen in Stadt und Land. Dafür stehen wir und nach der Landtagswahl wollen wir, und dann kommt 56. das Verbot von antifaschistischen Aktionsbündnissen, denn Extremismus von jeder Seite muss verhindert werden. Zitat Ende. Die Hessische Landesregierung kommentiert politische Forderungen von Jugendverbänden der politischen Parteien grundsätzlich nicht. Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeiten den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind nach Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes verboten. Für die Feststellung des Verbots nach § 3 Absatz 1 des Vereinsgesetzes ist das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zuständig. Meine Damen und Herren, grundsätzlich das Präsidium beurteilt nicht die Länge oder die Kürze von Antworten auf Fragen. So ist es. Es ist eindeutig schon so lange dieser Landtag existiert, so es wird auch so bleiben. Dann haben Zusatzfrage Herr Kollege Warnecke. Herr Staatsminister, liegen Ihnen denn Erkenntnisse vor, wonach antifaschistische Aktionsbündnisse verfassungswidrig sind in Hessen? Herr Innenminister Beuth. Solche Erkenntnisse wären im dafür zuständigen Gremium vorzutragen. Weitere Zusatzfragen? Dann kommen wir zur Frage 969, Herr Abgeordneter Benedetto. Wo ist er da oben? Ich frage die Landesregierung, weshalb hat sie den hessischen Integrationsplan ohne die notwendige Rückkopplung mit der von ihr eigens dafür eingesetzten Integrationskonferenz verabschiedet? Herr Sozialminister Grüttner. Herr Abgeordneter, bei dem hessischen Integrationsplan handelt es sich um einen Plan der hessischen Landesregierung, die hierfür auch die Verantwortung trägt.
die Mitglieder der Integrationskonferenz als Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft wurden jedoch bei der Erarbeitung der Grundlagen intensiv in 7 Arbeitsgruppen beteiligt. Viele ihrer wertvollen Impulse und Anregungen wurden in den Integrationsplan und zuvor bereits in den Aktionsplänen 1 und 2 aufgegriffen. Integrationsbeirat und Integrationskonferenz werden sich ja jetzt in der nächsten Woche noch einmal zur Diskussion zusammenfinden. Dann komme ich zur Frage 970, Frau Abgeordnete Löber. Ich frage die Landesregierung, welche Maßnahmen wird sie aufgrund des Urteils des Gießener Verwaltungsgerichts zu Holzeinschlägen im Laubacher Wald ergreifen, wodurch das Gericht den Verlust von 77% des Vorkommens des seltenen grünen Besenmooses als einen erheblichen Umweltschaden bestätigt? Frau Umweltministerin Hinz, bitte. Frau Abgeordnete Löber, Gegenstand des Verwaltungsstreitverfahrens war der Verlust des grünen Besenmooses an einem Fundort innerhalb des FFH-Gebietes Laubacher Wald. Der Fundort, bestehend aus 3 Trägerbäumen, wurde im Zuge der Grunddatenerhebung im Jahr 2004 festgestellt. Allerdings war eine Markierung der Trägerbäume damals nicht erfolgt. Bei späteren Erhebungen in 2013 und 2014 konnte das Vorkommen nicht mehr bestätigt werden, was einem Populationsverlust von 77% bezogen auf das gesamte FFH-Gebiet Laubacher Wald entspricht. Dieser Verlust wurde mit dem genannten Urteil des Gießener Verwaltungsgerichts zwar als Umweltschaden bestätigt, es konnte jedoch nicht festgestellt werden, dass die von Hessenforst im Jahr 2009 und im Winter 2011/12 vorgenommenen Holzeinschläge im Bereich des ehemaligen Fundortes für den Verlust des Vorkommens unmittelbar ursächlich waren. Es blieb offen, weshalb es zu dem Verschwinden des grünen Besenmooses an diesem Fundort gekommen war. Auch natürliche Ursachen wie zum Beispiel erhöhter Stickstoffeintrag durch Niederschläge oder Pilzbefall wurden in Betracht gezogen. Beim grünen Besenmoos handelt es sich um eine gefährdete Art, die nach Anhang 2 der FFH-Richtlinie geschützt ist. Es siedelt vor allem an älteren Laubbäumen auf luft- und bodenfeuchten Standorten. Dieses auf einen besonderen Lebensraum spezialisierte Laubmoos bildet kleine Polster von 1 bis 2 cm, selten bis 4 cm Durchmesser. Aufgrund dieser geringen Größe ist es schwer erkennbar und kann nur von Spezialisten durch eine Bestimmung unter dem Mikroskop von anderen Moosarten unterschieden werden. Die bekannten Trägerbäume des grünen Besenmooses werden deshalb seit einigen Jahren deutlich sichtbar markiert, damit sie eben nicht mehr versehentlich entfernt werden. Aktuell sind in Hessen ca. 800 Bäume mit Besenmoosvorkommen in ca. 70 Waldflächen bekannt. Alle diese Vorkommen wurden in einer umfangreichen Erhebung im Jahr 2014 durch einen Moosspezialisten identifiziert, die Trägerbäume mittels geografischem Informationssystem lokalisiert und mit Plaketten gekennzeichnet. Bereits seit 2009 findet eine enge Zusammenarbeit des Landesbetriebs Hessenforst mit einem Moosspezialisten statt. Mehrere Gutachten wurden angefertigt und veröffentlicht und zahlreiche Schulungen durchgeführt, in denen die ökologischen Ansprüche und die erforderlichen Maßnahmen vermittelt wurden. So werden zum Beispiel auch in der Umgebung der markierten Habitatbäume keine Fällungen durchgeführt, um Luftfeuchtigkeit und Beschattung nicht zu beeinträchtigen. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Löber. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie keine weiteren Maßnahmen zum Schutz vornehmen werden, wie zum Beispiel den Vorschlag der Umweltverbände, einzelne Waldflächen aus der Nutzung zu nehmen, um die Zerstörung der seltenen Art durch Forstwirtschaft verhindern zu können? Frau Umweltministerin Hinz. Dieser Vorschlag, der vonseiten der Umweltverbände im Zusammenhang mit den zusätzlichen Kernflächen aufgrund der
neuerlichen FSC-Zertifizierung vorgebracht wurde, wird von uns geprüft und auch in die Diskussion mit aufgenommen. Es gibt allerdings auch weitere Vorschläge für wertvolle Waldflächen, die ebenfalls wirtschaftlich aus der Nutzung genommen werden könnten. Und wir werden das am Ende abrunden und dazu eine Entscheidung treffen. Allerdings will ich noch einmal deutlich sagen, wir haben 70 Waldflächen, in denen Besenmoos vorkommt. Und jedes einzelne Vorkommen gilt es zu schützen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die einzelnen Bäume identifizieren, kennzeichnen und rund um diese Habitatbäume keine Fällungen vornehmen, unabhängig davon, ob wir dort größere Kernflächen ausweisen oder nicht. Das haben wir bereits begonnen. Wir werden das weiterführen, auch die Schulungen weiterführen. Und ich glaube, das ist dann auch der richtige Weg. Zusatzfrage, Frau Abg. Löber. Werden Sie aus dem Urteil des Gießener Verwaltungsgerichts eventuell weitere Schlussfolgerungen ziehen und die Waldbewirtschaftung auch in anderen Schutzgebieten an die Bedürfnisse von dort vorkommenden seltenen Arten, wie beispielsweise der Bechsteinfledermaus, anpassen? Frau Umweltministerin. Frau Löber, es gibt bereits einen Erlass an den Landesbetrieb, ich glaube von vor 2 Jahren, ich kann es nicht ganz genau sagen, dass alle FFH-Maßnahmen, die von den Regierungspräsidien im Hinblick auf den Artenschutz entwickelt wurden, unmittelbar in die Forsteinrichtungen übernommen werden sollen. Da warten wir nicht, bis eine neue Forstbetriebseinrichtung erstellt wird. Alles wird unmittelbar übernommen, und insofern gilt dann auch der umfassende Schutz für diese Arten. Frage 971, Frau Abg. Faulhaber. Ist an? Ja. Ich frage die Landesregierung, wie viele der zum 1. Februar eigentlich vorgesehenen 400 neuen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter an den hessischen Schulen, für die die Mittel im Doppelhaushalt 2018-19 ja nun bewilligt sind, haben zum heutigen Tag einen diesbezüglichen Arbeitsvertrag unterschrieben? Herr Kultusminister, Frau Dr. Lorz. Frau Abgeordnete Faulhaber, gestatten Sie mir zunächst eine kleine Korrektur. Es sind keine Stellen für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, sondern für sozialpädagogische Fachkräfte. Das können zwar auch mal Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sein, aber da kommen noch sehr viele andere Professionen ins Spiel. Das ist auch bewusst so gefasst. Sie hatten Ihre mündliche Frage bezogen oder beziehungsweise eingereicht am 9. Februar. Wir haben die Abfrage zum 9. Februar vorgenommen, und am 9. Februar war noch kein solcher Arbeitsvertrag unterschrieben. Ich mache aber auch darauf aufmerksam, das war auch genau 9 Tage nach der Verabschiedung des Haushalts. Wenn man also ein bisschen mit den Abläufen des Abschlusses solcher Arbeitsverträge vertraut ist, ist relativ klar, dass in einer solch kurzen Zeit auch kein Vertragsabschluss erfolgen kann. Die Abläufe sind jetzt wie folgt. Im Herbst 2017 erfolgten die ersten Informationen zur Verteilung der Stellen und zur inhaltlichen Gestaltung der unterrichtsbegleitenden Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte. In regionalen Veranstaltungen wurden den Schulleitungen und den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der staatlichen Schulämter direkt die wichtigsten Aspekte dargestellt. Am 19. Januar 2018 wurden die staatlichen Schulämter vorab über den zum 1. Februar 2018, dann auch nach Verabschiedung des Haushalts in Kraft getretenen Erlass, informiert. Eine Musterausschreibung wurde am 26. Januar 2018 an die staatlichen Schulämter versendet. In der Folge informierten die staatlichen Schulämter die betroffenen Schulen in Schulleiterdienstversammlungen und stellen jetzt in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen individuelle Ausschreibungsprofile zusammen und beteiligen diese. Die Stellen werden nun sukzessive ausgeschrieben. Wir haben noch eine Abfrage vorgenommen zum Stichtag 22. Februar. Das war also der Donnerstag der letzten Woche. Und zu diesem Stichtag befanden sich 126 Stellen auf der Seite des Hessischen Kultusministeriums in der Ausschreibung. Und nach der
ein- bis dreiwöchigen Ausschreibung. So lange ist das halt vorgeschrieben. Und nach Abschluss des Auswahlverfahrens und Erstellung der Auswahlberichte können diese Stellen sukzessive besetzt werden. Ich darf aber auch hinzufügen, aus den vielen Schulbesuchen, die ich gerade in den letzten Tagen und Wochen vorgenommen habe, die Schulen freuen sich schon sehr auf die zusätzliche Unterstützung, die sie dadurch erfahren werden. Zusatzfrage, Frau Kollegin Hartmann. Gibt es Gespräche mit den Trägern der Jugendhilfe, ob es möglich ist, die geplanten oder einen Teil der geplanten 700 Stellen für Schulsozialarbeit in bestehende Schulsozialarbeitsprojekte einzubinden? Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete, das ist etwas, was sich, glaube ich, immer nur in Ansehung der besonderen konkreten Verhältnisse vor Ort beurteilen lässt. Wir waren und sind selbstverständlich in Kontakt mit den kommunalen Spitzenverbänden auf der Ebene des Ministeriums, mit dem Ziel, auch eine möglichst gute Verzahnung von Jugendhilfe und sozialpädagogischer Unterstützung an dieser Stelle abzusprechen. Denn wir wollen ja nichts verdrängen oder ersetzen, sondern wir wollen ja eine zusätzliche Unterstützung an die Schulen bringen, die dann auch natürlich idealerweise mit der Jugendhilfe eng zusammenarbeiten soll. Und wir halten unsere staatlichen Schulämter auch dazu an, im Zusammenwirken mit den kommunalen Trägern vor Ort dann auch zu schauen, wie diese Verzahnung im Einzelfall jeweils am besten aussehen kann. Das sind aber die Verhältnisse von Ort zu Ort so unterschiedlich, dass es, glaube ich, eher kontraproduktiv wäre, wenn wir versuchen würden, über dieses allgemeine Gebot zur Kooperation hinaus irgendeine konkrete Vorschrift zentral zu erlassen, wie das auszusehen hat. Zusatzfrage, Herr Kollege Degen. Herr Kultusminister, vor dem Hintergrund Ihrer einführenden Klarstellung zur Unterscheidung von Schulsozialarbeit und sozialpädagogischen Fachkräften, ist es auf dieser Basis richtig, dass man nicht von 700 Stellen für Schulsozialarbeit sprechen kann? Herr Staatsminister. Wir reden von 700 Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte zur Unterrichtsunterstützung, die auch mit einer sozialarbeiterischen Qualifikation besetzt werden können. Aber das Wesentliche in der Zusammenarbeit und in der Verzahnung mit den Aufgaben der Jugendhilfe ist ja gerade, dass die von uns ins System gebrachten sozialpädagogischen Fachkräfte in erster Linie unterrichtsunterstützend, also im und um den Unterricht herum arbeiten sollen, während die Aufgaben der Jugendhilfe ja auch einfach aus einer anderen Perspektive wahrgenommen werden. Nicht primär mit dem Gedanken der Unterrichtsunterstützung. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Faulhaber. Herr Kultusminister, achtet denn das Kultusministerium darauf, dass für diese Stellen Qualitätsstandards nach SGB VIII gelten werden? Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete, wir haben Vorschriften an die Qualifikationen, die dafür in Betracht kommen. Und ich glaube, wer sich als sozialpädagogische Fachkraft qualifiziert hat und den entsprechenden Abschluss vorzuweisen hat, der erfüllt auch die Qualitätsstandards. Davon gehe ich jedenfalls aus. Danke schön. Die Frage 972, Frau Abgeordnete Schott. Ich frage die Landesregierung, wird sie dafür Sorge tragen, kommunale Klärwerke nachzurüsten, damit Abwässer aus der Tierhaltung aufgefangen werden, um die Ausbreitung antibiokratisierender Bakterien in hessischen Gewässern einzudämmen? Entschuldigung. Frau Umweltministerin Hinz. Frau Abgeordnete Schott, bei der Tierhaltung fällt in der Regel kein Abwasser im Sinne der Abwasserverordnung an. In der Tierhaltung fallen Flüssigkeiten aus Gülle oder Jauche an, die nicht in die kommunalen Kläranlagen gelangen, sondern aufgrund bundesrechtlicher Regelungen als Wirtschaftsdünger in der Landwirtschaft oder in Biogasanlagen genutzt werden. Antibiotikaresistente Bakterien können jedoch von landwirtschaftlich genutzten Flächen, auf die Jauche, Gülle oder Festmist aufgebracht worden sind, bei oberflächiger Abschwemmung in die hessischen Gewässer gelangen. Auf der Kläranlage des Abwasserverbandes Langenegelsbach-Erzhausen wird derzeit ein Forschungsvorhaben zur Entfernung von Spurenstoffen durchgeführt. Unter Spurenstoffen versteht man künstlich hergestellte organische Substanzen, die in Konzentrationen von Nano bis zu einigen Mikrogramm in Gewässern vorkommen
und bereits in sehr niedrigen Konzentrationen nachteilige Auswirkungen auf die aquatischen Ökosysteme haben können. Das Ziel des Forschungsvorhabens liegt auf der Durchführung von Versuchen im großtechnischen Maßstab. Hierbei wird der Verfahrensaufbau in Anführungsstrichen Membranfiltration mit nachgeschalteter Aktivkohlefiltration mit verschiedenen Aktivkohlen, wie zum Beispiel pulverförmige oder granulierte Aktivkohle von verschiedenen Herstellern getestet. In den Versuchsaufbau ist auch die Entfernung weiterer Parameter wie antibiotikaresistente Keime, Mikroplastik und Phosphat einbezogen. Dann kommen wir zur Frage 973, Herr Abgeordneter Degen. Ich frage die Landesregierung, mit welcher Erfahrungsstufe werden Lehrkräfte eingruppiert, die sich aufgrund des Lehrkräftemangels bereit erklären, im Rahmen eines TVH-Vertrages weiter zu unterrichten? Ich ergänze, gemeint sind Lehrkräfte nach ihrer Pensionierung. Herr Kultusminister. Ja, Herr Abgeordneter Degen, das habe ich vermutet. Vielen Dank für die Klarstellung. Ich habe mich in diesem Jahr mit meinem Schreiben vom 12. Januar 2018 persönlich an Lehrkräfte im Ruhestand gewandt, um sie für einen Einsatz im Grund- und Förderschulbereich zu gewinnen. Ich habe darin den Lehrkräften mitgeteilt, dass über ihren Einsatz an einer Grund- oder Förderschule ein befristeter Arbeitsvertrag nach dem TVH abgeschlossen würde. Weiterhin habe ich ihnen als finanziellen Anreiz in Aussicht gestellt, dass gemäß § 16 Absatz 5 TVH abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein bis zu 2 Stufen höheres Entgelt vorweg gewährt werden kann. In diesem Sinne sind die staatlichen Schulämter bereits letztes Jahr angewiesen worden, und diese Anweisung hat auch weiterhin Gültigkeit, den Beschäftigten im Rahmen dieser Zulage nach § 16 Absatz 5 TVH einheitlich ein um 2 Stufen höheres Entgelt als Festbetrag vorweg zu gewähren. Abgesehen davon gelten für die Stufenzuordnung von tarifbeschäftigten Lehrkräften wie bei allen Tarifbeschäftigten des Landes Hessen insbesondere die Grundsätze des § 16 Absatz 2, 3 und 4 TVH. Nach § 16 Absatz 2 Satz 1 TVH werden die Beschäftigten bei der Einstellung der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt. Nach dem ausdrücklichen Wortlaut von § 16 Absatz 2 Satz 2 und 3 TVH muss allerdings die einschlägige Berufserfahrung in einem Arbeitsverhältnis beim selben oder einem anderen Arbeitgeber unter den weiteren dort normierten Voraussetzungen erworben worden sein. Die von Lehrkräften in einem Beamtenverhältnis absolvierte Zeit kann je nach Einzelfall zwar als einschlägige Berufserfahrung gewertet werden, ist dann jedoch nicht in einem Arbeitsverhältnis erworben worden. Dies hat zur Folge, dass § 16 Absatz 2 Satz 2 und 3 TVH, welche die Stufenzuordnung unter Anrechnung der Zeiten der einschlägigen Berufserfahrung aus einem vorherigen Arbeitsverhältnis regelt, keine Anwendung findet. Das ergibt sich aus den Durchführungshinweisen des Hessischen Innenministeriums zum TVH. Die Zeiten im Beamtenverhältnis können allerdings, auch das ergibt sich aus den Durchführungshinweisen des Innenministeriums, als sogenannte förderliche Zeiten im Sinne des § 16 Absatz 2 Satz 4 TVH angerechnet werden, soweit dies bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs erforderlich ist, das heißt, wenn der Personalbedarf andernfalls quantitativ oder qualitativ nicht hinreichend abgedeckt werden kann. Die Entscheidung über die Anrechnung von im Beamtenverhältnis absolvierten Zeiten als förderlichen Zeiten im Sinne des § 16 Absatz 2 Satz 4 TVH obliegt der für den Abschluss des Arbeitsvertrags zuständigen Stelle, das heißt üblicherweise den zuständigen staatlichen Schulamt. Die Beschäftigten haben allerdings auch bei Vorliegen förderlicher Zeiten keinen tarifvertraglichen Anspruch darauf, dass diese Zeiten bei der Stufenzuordnung zu ihren Gunsten berücksichtigt werden, also insbesondere auch nicht darauf, dass förderliche Zeiten in vollem Umfang oder teilweise auf die Stufenlaufzeit angerechnet werden. Und genau deswegen habe ich auch diese Anweisung an die staatlichen Schulämter erteilt, von der Möglichkeit des § 16 Absatz 5 TVH Gebrauch zu machen und dieses um 2 Stufen höhere Entgelt vorweg zu gewähren. Zusatzfrage, Herr Kollege Degen. Vielen Dank, Herr Kultusminister. Um das noch ein bisschen eindrücklicher zu machen, am Beispiel einer Lehrkraft, die 40 Jahre als Beamtin unterrichtet hat, verstehe ich Sie richtig, dass diese Person, dass es im Ermessen des Schulamtes liegt, ob diese Person für ihre 40 Jahre Diensterfahrung auch entsprechend eingruppiert wird, den Erfahrungsstufen nach? Herr Prof. Dr. Lotz. Herr Abgeordneter Degen, der Tarifvertrag ist, wie er ist.
Und deswegen ergibt sich daraus in der Tat kein Anspruch. Aber durch die Anweisung vom letzten Jahr kommt sie schon mal automatisch in Stufe 3, das ist sicher. Und dann ist es in der Tat Entscheidung des Schulamtes, ob sie möglicherweise auch noch über Stufe 3 hinausgehen. Dann haben wir die Frage 974, Herr Abgeordneter Rock. Ich frage die Landesregierung, wie lange können die in Hessen vorhandenen Pumpspeicherkraftwerke die Energieversorgung in Hessen sicherstellen? Wenn die Energieversorgung vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt wäre und bei windstiller Nacht Wind- und Solarkraft faktisch ausfallen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Rock, vielen herzlichen Dank für Ihre Frage. Ich ahne, wer Sie auf die Idee gebracht hat. Zunächst einmal freue ich mich, dass auch Sie Hessen bei der Energiewende auf einem guten Weg sehen und sich bereits mit einer 100-prozentigen Versorgung durch erneuerbare Energien gedanklich befassen. Das ist für die FDP, die energiepolitisch in dieser Legislaturperiode ja eher zurückblickt, geradezu visionär. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die Antwort auf Ihre Frage lässt sich allerdings nur in Form eines Gedankenexperiments beantworten. Weil auch in einer Welt der vollständigen Versorgung mit erneuerbaren Energien eine alleinige Versorgung Hessens mit Pumpspeicherkraftwerken faktisch niemals eintreten wird. Ihre Frage unterstellt ja in einer Zukunft mit 100% erneuerbarem Strom, ich komme jetzt zum Gedankenexperiment, dass alleine die derzeit bestehenden Pumpspeicherkraftwerke die Stromversorgung in Hessen sicherstellen müssten. Wir müssen also gedanklich außer Acht lassen, dass es Zubau von Speichern gibt, flexible Reservekraftwerke, die beispielsweise die Bundesnetzagentur gerade ausschreibt. Wir müssten sozusagen in all diese Möglichkeiten müssten wir uns jetzt gedanklich wegdenken. Dann müssten wir uns Hessen noch als eine Insel vorstellen, ohne Verbindung zum restlichen Bundesgebiet und deswegen allein auf eine autarke Stromversorgung angewiesen. Also unser Gedankenexperiment ist Hessen Island, mitten in der Nacht und ohne jeden Speicher und ohne jeden Strom. Das ist das, wovon Sie ausgehen. Das hat ja mit der Realität wenig zu tun. Und wenn man dann sagt, dann hätte man 100% erneuerbare Energien und keine weiteren Speicher, keine flexiblen Kraftwerke, dann läge der Strombedarf dieser Insel in der Nacht schätzungsweise bei 4.000 Megawatt. Die beiden vorhandenen Pumpspeicherkraftwerke Waldeck 1 und 2 können aber nur eine Gesamtleistung von insgesamt 625 Megawatt zur Verfügung stellen. Folglich würde dann bei Windstille bereits in den ersten Nachtstunden das Licht ausgehen und vielleicht die Bevölkerung 9 Monate später sprunghaft ansteigen. Zusatzfrage, Herr Rock. Ja, Herr Minister, ich würde Sie gerne fragen, oder ich frage Sie, ist denn die Klimaschutzpolitik so lustig in Hessen, dass Sie künftig oder dass Sie zurzeit dafür Komiker einstellen müssen, um diese Politik zu erklären? Ich meine, Sie bemühen sich ja auch schon, hier lustig zu sein, aber ist das jetzt Ihr Stil? Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Abgeordneter Rock, ich habe ja geahnt, wer Sie auf die Idee zu dieser Frage gebracht hat, nämlich unser Spot zur Energiewende, für die wir dankenswerterweise Badesalz gewinnen konnten. Wenn ich mich recht erinnere, sagen die in diesem Spot, wir haben ja noch die Pumpspeicherkraftwerke und Wasserstoff, das ist ein ganz sauber Stöffchen, den haben Sie selbst schon nicht mehr genannt. Und Herr Abgeordneter, ich könnte Ihnen jetzt beispielsweise, wenn Sie fragen würden, was ist die wissenschaftliche Herleitung des Satzes, wir haben ja noch den Wasserstoff, das ist ein ganz sauber Stöffchen, könnte ich auch sagen, das ist eine nicht wissenschaftliche Ausdrucksweise der Möglichkeit, überschüssigen Windstrom durch Umwandlung in speicherfähigen Wasserstoff zu verwandeln, den man dann im Falle eines Falles anwenden könnte. Das Problem ist, wenn ich mich so ausdrücke, würden noch mehr Besucher auf der Tribüne in Schlaf verfallen. Und genau deswegen haben wir Badesalz genommen.
Wir kommen zur Frage 975, Herr Abg. Greilich. Ich frage die Landesregierung, welchen Inhalt hat die von Herrn Staatssekretär Lösel zugesagte und gestern nachgereichte Antwort auf meine zur Frage 946 in der Plenarsitzung vom 30. Januar 2018 gestellte Zusatzfrage? Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abg. Greilich, die Antwort auf Ihre Zusatzfrage, die ja lautete, welche Softwareangebote zum Bereich elektronischer Klassenbücher das Kultusministerium bislang geprüft und für schlecht befunden hat, lautet wie folgt. Eine solche Prüfung externer Produkte fand bisher noch nicht statt. Da das Hessische Kultusministerium derzeit sowohl intern als auch mit dem Hessischen Datenschutzbeauftragten noch in der Abstimmung über ein Anforderungsprofil für Softwarelösungen zum Einsatz in der Unterrichtsorganisation ist. Dies schließt Funktionen elektronischer Klassenbücher mit ein. Im Rahmen dieses Abstimmungsprozesses steht das Hessische Kultusministerium außerdem im Austausch mit der Kultusministerkonferenz, da alle Länder von den datenschutzrechtlichen Fragestellungen beim Einsatz von Lern- und digitaler Schulverwaltungssoftware betroffen sind. Herr Greilich, Zusatzfrage, bitte schön. Ja, nachdem wir jetzt gehört haben, zunächst sei nichts bekannt gewesen an tauglicher Software, haben wir jetzt erfahren, es ist gar nichts geprüft worden. Deswegen frage ich nach, hält sich die Landesregierung bewusst unwissend oder ist der Landesregierung vielleicht sogar bekannt, dass es in Niedersachsen und Schleswig-Holstein seit fast 2 Jahren von den Datenschutzbehörden freigegebene Software für die Führung elektronischer Klassenbücher gibt? Herr Prof. Dr. Lorz. Herr Abg. Greilich, wie ich Ihnen nicht erläutern muss, sind die Datenschutzgesetze der einzelnen Länder durchaus unterschiedlich. Das heißt, die grundsätzliche Problematik des Datenschutzrechts ist zwar in allen Ländern gleich, deswegen gibt es auch die Abstimmung im Bereich der Kultusministerkonferenz. Trotzdem sind die genauen Vorschriften in jedem Land unterschiedlich und deswegen wird für uns auch am Ende die Position des hessischen Datenschutzbeauftragten maßgeblich sein. Dann komme ich zur Frage. Zusatzfrage, Herr Kollege Greilich. Dann drängt sich natürlich die Frage auf, seit wann die Landesregierung im Kontakt mit dem Hessischen Datenschutzbeauftragten zu dieser speziellen Frage steht. Herr Staatsminister. Herr Abg. Greilich, Sie sind zumindest in diesem Bereich ein Spezialist dafür, Fragen aufzuwerfen, zu denen ich leider keine Unterlagen mitgebracht habe. Auch das müsste ich, wenn Sie wollen, noch einmal nachforschen. Dann machen wir erst die anderen Fragen. Bis zum nächsten Mal. 976, Frau Abg. Arnold. Ich frage die Landesregierung, welche steuerlichen Erleichterungen können insbesondere Wald- und Forstbesitzern gewährt werden, die von Schäden des Sturmtiefs von Anfang dieses Jahres betroffen sind? Herr Finanzminister. Frau Abg. Arnold, liebe Kolleginnen und Kollegen. In weiten Teilen unseres Landes, insbesondere Verzeihung, in Nord- und Mittelhessen, sind Anfang dieses Jahres beträchtliche Schäden durch das Sturmtief Friederike entstanden. Das gilt natürlich im Besonderen für Wald- und Forstbesitzer. Deshalb bemüht sich die Hessische Finanzverwaltung im Einvernehmen mit dem Bundesfinanzministerium um Unterstützung der Geschädigten durch steuerliche Maßnahmen. Die hessischen Regelungen gehen insbesondere davon aus, dass die Gewinne aus der Nutzung des sogenannten Kalamitätsholzes unter den erleichterten Voraussetzungen der Steuersatz von 1/4 des durchschnittlichen Steuersatzes gewährt. Darüber hinaus gibt es für die bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft und Vermietung und Verpachtung in diesem Zusammenhang bei der Frage der Bildung steuerfreier Rücklagen und Abschreibungserleichterungen bei Ersatzbeschaffungen eine unbürokratische Hilfe. Gleiches gilt bei beantragten Stundungen, Anpassungen von Vorauszahlungen auf die Einkommens- und Körperschaftssteuer sowie auf zeitlich begrenzte Verzichte auf Vollstreckungsmaßnahmen und Säumniszuschläge. Frage 977 für Herrn Pentz, fragt Frau Kollegin Ravensburg. Ich frage die Landesregierung, welche Ergebnisse wurden mit dem Naturschutzprojekt Messeler Hügelland erzielt? Frau Umweltministerin Hinz. Frau Abgeordnete, mit dem Naturschutzprojekt Messeler Hügelland hatte sich die Hessische Landesregierung vorgenommen, den Reichtum an Biodiversität in der Region nachhaltig zu schützen.
Ziel war es, vorhandene Biotope zu erhalten, weitere Lebensräume zu schaffen und die Vorkommen seltener Arten besser zu vernetzen. Im Mittelpunkt stand die Schaffung eines Verbundes an Waldlebensräumen. Besonders wichtig war uns ein Mosaik alter Waldbestände. Der offizielle Startschuss des Projekts erfolgte bereits im August 2010. Nach einer sehr erfolgreichen fünfjährigen Projektphase wurde das Projekt um 3 Jahre verlängert. Das Gebiet umfasst eine Flächengröße von 9.000 Hektar. Es schließt den waldreichen zentralen und südlichen Teil des Naturraums Messler Hügelland ein. Mitten im Projektgebiet liegt das UNESCO-Welterbe Grube Messel. Das Naturschutzprojekt war von Beginn an als Kooperationsprojekt angelegt. Mit im Boot waren der Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt. Das Land Hesse wurde durch das RP Darmstadt und den Landesbetrieb Hessenforst mit den Forstämtern Dieburg und Darmstadt vertreten. Die Zusammenarbeit erstreckte sich aber auch auf die Kommunen Dieburg, Eppertshausen, Großzimmern, Messel, Münster und Roßdorf. Ebenfalls beteiligt waren das Bundesforstamt Schwarzenborn, das Bioversum Kranichstein sowie die Welterbe Grube Messel. Die breit angelegte Kooperation garantierte eine hohe Akzeptanz und Effizienz der Maßnahmen. Im ersten Projektabschnitt lag der Fokus auf Maßnahmen zur Sicherung und Erhöhung der Artenvielfalt. Schwerpunkte bildeten die Feuchtlebensräume und der Amphibienschutz mit den Zielarten Gelbbauchunke, Moorfrosch, Feuersalamander und Pillenfarn. Insgesamt 160 Naturschutz-Einzelmaßnahmen wurden erfolgreich durchgeführt. Im zweiten Projektabschnitt stand die aktive Einbeziehung der Öffentlichkeit im Mittelpunkt. Zentrales Instrument der Öffentlichkeitsarbeit war und ist eine neu entwickelte Website. Sie stellt die wesentlichen Ökosysteme und Zeigerarten vor und bietet aktuelle Veranstaltungshinweise. Darüber hinaus wurden über 100 Veranstaltungen für verschiedene Altersgruppen angeboten. Hinzu kamen noch Veranstaltungen der Naturschutzverbände und Forstämter. Über einen Zeitraum von 8 Jahren wurden die Projektmaßnahmen mit jährlich 50.000 € durch das Umweltministerium unterstützt. Auch der Landkreis stellte Mittel zur Verfügung. Einige Entwicklungsmaßnahmen konnten zudem aus Mitteln der Ausgleichsabgabe finanziert werden. Das Naturschutzprojekt hat alle Erwartungen erfüllt. Deswegen wollen wir nach dem Abschluss des Projekts die neu geschaffenen oder renaturierten Lebensräume dauerhaft erhalten. Das Land Hessen wird daher gemeinsam mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg dafür Sorge tragen, dass die erfolgreichen Maßnahmen fortgeführt werden. Danke schön. Wer übernimmt die Frage von Herrn Dr. Arnold? Herr Kollege Bellino, Frage 978. Herr Präsident, ich darf die Landesregierung fragen, wie sie die hessischen Privat- und Kommunalwaldbesitzer hinsichtlich der durch den Sturm Friederike verursachten Schäden unterstützt. Frau Ministerin Hinz. Herr Abgeordneter, meine Damen und Herren, das ist richtig. Die Landesregierung unterstützt hier die Waldbesitzer. Der Kollege Finanzminister Schäfer hat ja bereits mitgeteilt, welche steuerlichen Möglichkeiten vorhanden sind. Wir haben aber auch die Möglichkeit, über die Walderhaltungsabgabe die Privat- und Kommunalwaldbesitzerinnen und Besitzer zu unterstützen. Wir haben nach dem derzeitigen Kenntnisstand einen Schaden von ca. 1,5 Millionen Festmeter Holz in den hessischen Wäldern. Ca. 500.000 Festmeter davon im Körperschafts- und Privatwald. Wir haben unmittelbar im Ministerium eine Sturmschadensrichtlinie Friederike erarbeitet. Und die Waldbesitzer sollen mit 3 € pro aufgearbeitetem Festmeter Schadholz unterstützt werden. Die Mittel können in einem unbürokratischen Verfahren bereitgestellt werden.
Der Beteiligungs- und Anhörungsprozess ist bereits abgeschlossen. Also alle haben sich sehr bemüht, das auch schnell hinzukriegen. Die Richtlinie wurde bereits von mir unterzeichnet und mit dem nächsten Staatsanzeiger veröffentlicht. Und dann kann auch das Geld beantragt werden. Danke schön. Dann kommen wir zur Frage 979, Herr Abg. Reul. Ich frage die Landesregierung, welches Informationsangebot zu Steuerfragen hält sie zur Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen und ehrenamtlich engagierten Personen bereit? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Herr Abgeordneter Reul, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Informationsangebote des Finanzministeriums für gemeinnützige Vereine steht im Wesentlichen auf zwei Füßen. Es dürfte unstreitig sein, dass insbesondere für jemanden, der sein Ehrenamt als Schatzmeister eines gemeinnützigen Vereines ausübt, ohne in seinem beruflichen oder sonstigen Umfeld Berührungspunkte zu diesen Fragestellungen zu haben, das gelegentlich als sehr vielschichtig und nicht unkompliziert empfunden wird. Deshalb bieten wir einerseits regelmäßig Informationsveranstaltungen unter dem Titel Vereine und Steuern, organisiert durch das Finanzministerium gemeinsam mit den örtlichen Finanzbehörden, seit dem Jahr 2010 an den mittlerweile 103 Veranstaltungen haben mehr als 50.000 Ehrenamtliche teilgenommen. Zuletzt im November letzten Jahres über 550 Vereinsvertreter im Geltungsbereich oder Zuständigkeitsbereich des Finanzamts Gelnhausen, sodass Sie daraus auch ersehen können, auf welches hohes Informationsinteresse diese Veranstaltungen stoßen. Darüber hinaus legen wir regelmäßig unseren Ehrenamtsratgeber auf. Die 37. Auflage aus dem Jahr 2016 ist mittlerweile vergriffen, sodass wir die 38. Auflage nunmehr für den März 2018 vorsehen. Frage 980, Herr Abgeordneter Tippi. Herr Präsident, ich frage die Landesregierung, welche Konsequenzen hat sie aus dem Vorfall im Mülheimer Seniorenheim gezogen? Herr Minister Grüttner. Herr Abgeordneter, um die Frage zu beantworten, müsste man zuallererst mal wissen, gibt es Versäumnisse in der Fragestellung der Handhabung der einschlägigen Vorschriften? Dazu muss man wissen, was die einschlägigen Vorschriften für Möglichkeiten bieten. Das ist das Hessische Gesetz über Pflege und Betreuung. Danach ist geregelt, dass in regelmäßigen Abständen Einrichtungen zu prüfen sind. Das ist aber auch zusätzlich neben den regelmäßigen Abständen anlassbezogen, auch vorzunehmen. Und es gibt ein vollkommen klares Reglement in dem Gesetz zur Prüfung und möglichen Auflagen und Maßnahmen zur Konsequenzen. Das kann von der Prüfung selbst über Mängelbeseitigung bis zur Untersagung des Betriebs als Ultima Ratio für den Fall, dass Mängel nicht abgestellt werden, führen. Es kann aber auch, wenn beispielsweise Personalengpässe irgendwo im Rahmen einer anlassbezogenen Prüfung festgestellt werden, auch zu einem vorübergehenden Belegungsstopp kommen. Oftmals berät auch die Betreuungs- und Pflegeaufsicht dahingehend, dass der Betreiber im Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung bis zur Behebung des Personalengpasses keine weiteren Bewohnerinnen oder Bewohner mehr aufnimmt. Sollte hierüber kein Einvernehmen zu erzielen sein, kann auch der Belegungsstopp gegebenenfalls unter Androhung von Zwangsgeldern bei Zuwiderhandlung angeordnet werden. Im Vorfeld einer solchen Maßnahme stehen der Betreuungs- und Pflegeaufsicht mit der Mängelbeteiligung und der Erteilung von Anordnungen wirksame Mittel zur Verfügung. Das vorausgeschickt, das alles ist im Fall des Mülheimer Seniorenheimes, sind alle diese Mittel zur Anwendung gekommen. In dem Prozess waren neben den Verantwortlichen der Einrichtung auch der DRK-Kreisverband Offenbach, die Gesundheitsaufsicht des Kreises Offenbach, der MDK und die Kriminalpolizei Offenbach eingebunden. Die Einrichtung wird nach wie vor von der Betreuungs- und Pflegeaufsicht engmaschig überwacht und begleitet, da die angeordneten Maßnahmen erst teilweise zur Verbesserung der Situation führten. Die Einrichtung soll weiterhin keine neuen Bewohner aufnehmen. Erkennbar ist jedoch, so die Aussage der Betreuungs- und Pflegeaufsicht, eine positive Entwicklung der Einrichtung, was sicherlich auch mit Personalwechseln, die der Einrichtungsträger veranlasst hat, zusammenhängt. Am 15.02.2018 fand die letzte Prüfung der Betreuungs- und Pflegeaufsicht gemeinsam mit dem MDK statt.
bei der weiterhin Mängel festgestellt wurden. Ein Prüfvermerk ist in Vorbereitung, aus dessen Auswertung sich weitere Auflagen für die Einrichtung ergeben werden. Jetzt könnte ich minutiös sagen, wie von dem Eingang der anonymen Beschwerde am 18.10. schon am 20.10. die Pflegeaufsicht in der Einrichtung gewesen ist und geprüft hat und alle weiteren Schritte unternommen hat. Herr Abgeordneter, Sie haben nach Konsequenzen gefragt. Die Vorgaben und die gesetzlichen Grundlagen, die wir zur Verfügung haben, erachten wir als ausreichend. Sobald wir entsprechende Informationen bekommen, werden wir auch außerhalb des turnusmäßigen Reglements anlassbezogen tätig. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Merz. Danke, hat sich erledigt. Meine Damen und Herren, danke. Die Frau Schott. Entschuldigung. Ach, da. Frau Schott, bitte schön. Herr Minister, dieses Trauerspiel zieht sich jetzt seit 4 Monaten, ohne dass es wirklich gelöst ist. Unter welchen Voraussetzungen würde denn die Landesregierung in Erwägung ziehen, eine solche Einrichtung auch, wenn auch vielleicht vorübergehend, zu schließen, ihr Betriebserlaubnis zu entziehen? Herr Minister Grüttner. Frau Abgeordnete, eine Schließung oder die Untersagung eines Betriebes ist ja ein Eingriff in die Fragestellung auch der Berufsfreiheit. Das muss als Ultima Ratio nur gelten. Insofern müssen wir auch, um einen solchen Schritt letztendlich auch rechtfertigen zu können, im Vorfeld eine Reihe von Beratungen und Prüfungen und Auflagen vornehmen, die unterhalb dieses letzten Beschlusses einer Untersagung des Betriebes steht. Und in diesem Verfahren befinden wir uns. Und deswegen engmaschige, dauernde Überprüfung der Einrichtung, dauernder auch letztendlich Kontakt mit dem Betreiber, auch mit dem Betreiber möglicherweise dort zu einem Ergebnis zu kommen, dass er von sich aus eine Weiterführung des Betriebes nicht mehr unternimmt, weil dieses würde dann langjährige und langwierige Rechtsstreitigkeiten vermeiden helfen. Zusatzfrage, Herr Kollege Merz. Ja, es hat sich jetzt doch noch eine Frage. Herr Minister, wie sind denn in diesem ganzen Prozess die zu Pflegenden und deren Angehörige eingebunden und informiert worden? Herr Minister. Da muss ich jetzt an dieser Stelle nachschauen, ob jetzt das im Bereich der Mülheimer Sache gewesen ist. Ich meine, dass durch die tägliche Begehung aller Wohnbereiche damit auch die entsprechenden Bewohnerinnen und Bewohner über diese Fragestellung mit informiert worden sind. Das hat schon im November angefangen. Darüber hinaus Angehörige im November informiert worden über eine Bürgerversammlung, die stattgefunden hat. Die hat am 16.11.2017 stattgefunden. In diesem Bereich ist auch eine Anhörung anschließend an diesem Tag zu einem Beschäftigungsverbot ergangen und die weiteren Prüfungen. Und über die Bürgerversammlung und die damit einhergehende Information der Angehörigen ist neben der täglichen Begehung der entsprechenden Räume auch eine Kommunikation zu den Bewohnerinnen und Bewohnern unseres Erachtens gewährleistet gewesen. Vielen Dank. Damit beende ich die Fragestunde für heute.